fragt euch sicher, was das hier soll. Ja. Letztes Jahr, vor genau einem Jahr, habt ihr eine Performance gesehen. Eine Performance, die das Trash-Festival Nummer 13 gewonnen hat. Das kann ich nicht gutheißen, denn diese Performance hatte leider homoerotisches Potenzial. Homoerotisches Potenzial. Dieses homoerotische Potenzial können wir als katholische Kirche nicht gutheißen. Nicht gutheißen. Nun möget ihr euch fragen, liebe Gläubigen und Gläubigerinnen, ein Gott der Liebe ist doch bestimmt auch dafür, dass sich Männer lieben. Ich sage nein, das ist nicht möglich. Nicht möglich. Denn schon im dritten Buch Mose steht, du sollst nicht...